Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buchzeug und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Euro Truck Simulator 2 Schwertransport, heute mit einem doch in die Jahre gekommenen LKW, den Sisu. Ja, der sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus und wir haben hier einen Transformator, den wir hier oben in Baltikum ja, transportieren müssen. Und deswegen setzen wir uns erstmal rein. Wir haben keine Edeltraut, sondern... Ja, dort ist sie nicht drin. Nein, das sind meine Klamotten. Und zwar meine alten Socken. Wir machen den Motor jetzt einfach mal an. Wir schalten das Licht an. Und dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal ein paar Kilometer hier lang cruisen. Mal wieder richtig interessant. Mal ein bisschen Schwertransport. Ich könnte mal gucken, wir haben 17 Tonnen. Ja, passt schon. Und werden jetzt schön gemütlich mal hier lang cruisen. Hier kommt bestimmt keiner. Ne, das Tor ist zu. Hier kommt auch keiner. Bitte links abbiegen. Oh, ich habe das Navi noch drin. Ja, da könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ich das Navi drinnen lassen soll oder rausmachen. Das wäre mal ganz interessant. Ich denke mal, früher oder später werde ich dann erstmal das Navi deaktivieren. Oh, vielleicht war ich da noch mal extra noch ein Video. Mit oder ohne Sprachnavi. Ja, das mache ich noch. Ich lasse den jetzt. Ich habe das extra ein bisschen geringer runtergeschraubt. Die Edeltraut. Nicht, dass es uns jetzt noch ein bisschen nervt. Nein. Wir haben ja mitbekommen, dass SCS uns ja ein paar Infos gegeben hat über den American Truck Simulator, weil ich nehme das Video heute am Mittwoch, den 5. auf. Ich habe Urlaub. Ja, ich musste zum Blut abnehmen. Und dann dachte ich mir, na gut, dann kannst du ja auch einfach mal, ja, mal Urlaub einreichen. Jetzt habe ich nur noch 29 Tage Urlaub. Und ja, es ist übelst heiß drin. Ne? 27,3 Grad ist hier in meiner Buchte. Und das macht das Video aufnehmen, naja, umso interessanter. Ich hoffe, es wird nicht nur wärmer. Entschuldigung! Druschbar. Eieiei, ich habe jetzt vergessen, so schnell wie möglich auszumachen. Aber, ja. Vielleicht durch die Klimaanlage habe ich mir ein bisschen was weggeholt. Aber, naja, solange fing ein Knochen rausguckt, bin ich gesund. Ja, Blut abnehmen, rucki zucki gemacht. Muss ab und zu mal sein. Auch zu gucken, welcher Impfstatus und. Muss halt wichtig. Also auch für den Beruf ist das wichtig. Ne? So. Jetzt diese Ausfahrt nehmen. So sieht's aus. Ja, und jetzt nutze ich diese Zeit. Wir haben 10.20 Uhr. Ein paar Folgen noch aufzunehmen. Ich kann natürlich noch nicht sagen, wann die 1.35 rauskommt. Vielleicht kommt sie ja zum Wochenende raus. Und, also ich denke mal, dieses Video wird das Donnerstag oder Freitag kommen. Schauen wir mal. Da kann natürlich schon einiges passiert sein. Und wir sind aus der Beta raus, weil am 11. wir ja das Washington DLC bekommen. Und da wird auf jeden Fall der ATS aus der Beta rauskommen. Wenn der ETS vielleicht noch an den gleichen Tag wie der ATS rauskommt, kann ich euch gar nicht so richtig sagen, aber wenn es so sein sollte, sollte auch so schnell wie möglich wieder der Multiplayer funktionieren. Hoffe ich doch. Dann können wir da nämlich wieder ein bisschen agieren. Oh, komm, 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 komm. Wir sind ganz schön mutig, ich weiß. Ja. Sehr, sehr mutig. Ach, schön. Freut mich immer wieder, wenn ich ein paar Tage nicht gefahren bin. Ich war jetzt die letzten beiden Tage nicht am Rechner. Sorry für den Ausfall des Livestreams am Montag. Aber heute am Mittwoch, wo ich das aufnehme, wird es, denke ich mal, wieder eine Folge Euro Truck Simulator geben hier im Livestream. Am Montag war ja Autokauf angesagt. Und am Dienstag musste ich halt bis 18 Uhr arbeiten. Sprechtag ist nun mal so, ne? Da geht Beruf vor. Also,
Ich kann nur immer mit dem Kopf schütteln. Kanäle, die wahrscheinlich so die Größe haben wie mein Kanal oder Aufrufzahlen, die sich dann damit irgendwie versuchen, selbstständig zu machen. Das ist auf Dauer vielleicht nicht der richtige Weg. Aber es muss jeder selber wissen. Ne? Holt euch lieber einen ordentlichen Job. Ja, YouTuber ist auch ein ordentlicher Job, ja, davon abgesehen. Aber auf Dauer kann man ein ruhiges Gewissen haben, wenn man richtig angestellt ist. Oder vielleicht schon selber irgendwo eine Firma hat. Ja, die auf jeden Fall nicht vernachlässigen, weil das ist ja gerade, wenn die Zeit da ist, wo weniger reinkommt. Und dann Ausfahrt rechts. Ja, rechts halten und dann, ja gut, machen wir. Das ist alles zu schwierig. So, dann kusen wir mal. Und mir ist so warm, ey. Ich schwitze hier. Das ist nicht mehr feierlich. Als erstes merke ich immer, wenn über meine Lippe so ein bisschen. Das ist immer so. Ein Pfändchen. Ja. So. Wir fahren 70. Ach, für diejenigen, die sich fragen, was für ein Auto wir uns holen, ein Passat. Mit jedem Schnickschnack drinne, was es wirklich alles so gibt. Also ein neuerer. 4Motion 190 PS hat der, glaube. Ist schon ein schönes Gerätchen, ja, also passt schon. Da kann ich wenigstens meinen Golf noch ein bisschen länger fahren. Da hat man immer noch eine Alternative. Weil der ist ja auch nicht mehr so taufrisch, der 6er Golf. Der hat jetzt schon fast 260.000 Kilometer runter. Und manchmal hört man Dinge oder merkt am Popo, da ist doch bestimmt was, kommt da was? Naja, der eine oder andere weiß bestimmt, was ich meine. So, hier sind wir schon mal irgendwie ein bisschen lang gefahren. Ach, schön. Mit unserem Schwertransport. Ich denke auch zum Jahresende wird es oder wird es dann wird es die Erweiterung denn auch geben, ne? Für den Euro Truck Simulator. Das Schwarze Meer. Los, fahre! Ah ja. Läuft ja. Einfach mal gemütliche Langfahren. Ah. Ich finde den LKW ganz cool, muss ich sagen. Ja, gefällt mir sehr gut. War was anderes. Nicht immer diese Standard-LKWs. Ich weiß, dass bei vielen solche Trucks jetzt nicht so ankommen, die so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Aber jetzt haben wir am wenigsten mal ein bisschen so einen kleinen Talk gemacht. Den sogenannten Truck Talk. Wo wir ein bisschen über ein paar Sachen jetzt gequatscht haben. Genauso wie die E3, darauf freue ich mich ja auch. Über gewisse Spiele, Pressekonferenzen. Und da muss ich sagen, ist die PK von Microsoft und von Ubisoft die PK, die mich am meisten interessiert. Vielleicht werde ich das auch so machen, dass ich dafür solche Thementouren mache, E3, und dann ein bisschen über die Microsoft PK oder, ja, also Microsoft, EA und Ubisoft. Das wären die Sachen, die ich vielleicht mal ansprechen könnte. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, ob euch das so als Thementour-Sendung interessieren würde. Weil zu dem Anlass kann man ja ein bisschen was sagen, ne? Ob mir das irgendwie gefallen hat. Ich werde jetzt nicht extra noch den Livestream an. Ich werde mir da sicherlich ein paar Zusammenschnitte anschauen und eher so über die Games quatschen.
die uns bewegten. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche erst so richtig losgehen. Und dann kann man ja ein bisschen diskutieren, wo die Reise hingeht die nächsten Monate. Eins kann ich aber vorab schon sagen. Ich denke mal, Watch Dogs, was die da schon angekündigt haben, dass es Legend heißen soll. Und dann Ausfahrt rechts. Jo, machen wir. Neues Feature soll rein, dass man mit jeder Figur da irgendwie rum agieren kann. Also so wie Driver San Francisco, wo man dann raus aus der Karte und sich dann irgendwie ein anderes Auto geschnappt hat. Und so soll es ja da auch sein. Ob ich das jetzt so toll finde, weil ich glaube, da geht ganz viel von der Story weg. Vielleicht ist es nur ein Spielelement, wo man nochmal eine andere Person reinschlüpfen kann. Vielleicht kann man sich auch extra einen Charakter erstellen. Muss man mal gucken. Angeblich sollen die anderen alle vertont sein. Eieiei. Und in London spielen. Schauen wir mal. So, wir haben noch 82 Kilometer. Wir dürfen 70 fahren. Gucken wir mal, ob der Bock das noch schafft. Ja. Schön, schön, schön. Und dann bei Microsoft soll ja dann noch die andere PK sein, also mit ja, setzen wir es mal wieder rein. Und zwar mit Cyberpunk. Das könnte mir gut gefallen, das Spielchen. Das soll ja erst 2020 kommen. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, das könnte man durch, als Truck Talk nehmen hier, wo wir alles so ein bisschen Schwertransport, der Truck Talk. Der jetzt langsamer oder? Bitte links halten. Machen wir. Großmutter. Ja, warum hupe ich? Weil ich es kann. Wir haben ja nicht mehr so viel Kilometer. Wir haben 52 oder 50 Kilometer noch knapp auf der Uhr. Und dann werden wir unsere Fracht gemütlich und gediegen abgeben. So muss es manchmal sein. Ja, aber ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren noch reinschreiben, über was für ein Thema man vielleicht in naher Zukunft mal noch debattieren kann als Thementour oder was man in den Truck Talk rein implementieren kann. Vielleicht habt ihr ja da noch ein paar Ideen. Und vielleicht können wir das ja durchaus ein bisschen öfters machen. So was gerade bei mir momentan abgeht. Also, ihr habt es ja mitgekriegt, war heute beim Onkel Doc. Nächste Woche Mittwoch werde ich dann die Werte ablesen, dann nochmal irgendwie eine Impfung kriegen. Hoffentlich nicht in den Arsch. Augen zu und durch. Ah, super. Und dann mit dem neuen Wagen, da freue ich mich schon, ein bisschen rumzukrusen. Also ist kein neuer, das ist ein Gebrauchtwagen, ne? Also neu muss nicht sein. Vor allem jetzt in der heißen Sommerzeit, wenn ich jetzt in mein Auto einsteige, der hat ja Ledersitze, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wenn du da im Sommer, der steht die ganze Zeit in der Sonne auf Arbeit und wenn du dich dann reinsetzt, dann brennt dir auf jeden Fall die Properze. Und der Passat hat so eine belüfteten Sitze. Das ist schon was Edles. Also ich weiß nicht, was der nicht hat. Also auch dieses autonome Fahren. Könnt ihr mal reinschreiben für die Leute, die Ahnung haben. Ist das Level 1, Level 2 schon? Das ist ja so, also du schaltest dann an, musst du dann ins Menü und den Haken reinmachen und dann folgt er dem vorhergehenden Fahrzeug. Aber halt nicht lange, dann sagt er gleich wieder, übernehmen sie das Lenkrad. Und. Also sehr komisch.
haben wir dann auch ausprobiert auf der Autobahn bei A13. Dieses Tempomat 160 einstellen, und wenn du dann auf der rechten Fahrbahn bist und vor dir ist ein LKW, dann bremst er natürlich ab. Aber wenn du es nicht gewohnt bist, dann ist das schon ein bisschen komisch. Ja, da kriegst du schon ein bisschen Muffensausen. Und den Tempomat finde ich gut, dass man den bei mir ist jetzt, bei meinem Tempomat, da kann ich nur in einer Schritten hoch machen. Und da kannst du es, ich glaube, vielleicht im Menü einstellen, aber das ist jetzt momentan in 5er Schritten. Das ist ganz gut. So, hier kommt nichts. Der hält an, gut. Ist schon ein gemütliches Fahren mit dem Truck hier. Sehr gemütliches Fahren. Machen wir. Großmutter. Ah ja. Juhu. Ohne Hektik, ohne Stress. Ich bin zu Hause alleine. Keiner ist hier. Nehm mal Katzenpaule. Der wird wahrscheinlich irgendwo in der Ecke liegen und der wird auch warm sein. Den kleinen schwarzen Teufel. Ja, für die Tiere ist es natürlich jetzt auch ganz schön unangenehm. Wir haben ja da hinten noch irgendwie, also von unserem Vermieter, der hat ja hinter der Werkstatt ist dann noch so eine, hat dann noch so eine Schafe und die haben auch diese fette Wolle. Ich denke mal, ich werde dann da mal irgendwo gucken, ob ich einen Eimer hier finde und den mal Wasser hinbringe. Ja? Die armen Schafe, die tun mir schon ein bisschen leid. Ja. So, dann fahren wir mal hier ins Gewerbegebiet. Da bringen wir den Transformator mal hin. Die werden sich fragen, oh, millionenschweres Gerät oder teures Gerät. Und dann bringen sie das hier mit so einem Rumpel aus der Kiste LKW an. Hier. Ja doch, es ist uns doch bewusst, dass wir es machen müssen. Ja, schön. Also, mir hat die Folge oder die Fahrt hier sehr viel Spaß gemacht. Ich brauche immer ein bisschen so meine Ruhe. Reiseziel erreicht. Ich glaube, die hat ein bisschen gesoffen. So, wir machen mal das normale einpacken. Ja, wie das schön hochgeht. Herrlich. So, und damit sind wir wieder hier angekommen. Motor aus, Feststellbremse rein und Attacke Hü. Ja. So, ja, falls euch die Folge gut gefallen hat und mit dem Truck Talk, oder vielleicht könnte man das ja auch ganz anders nennen, dieses Format, wo man halt über allgemeine Sachen redet und nicht so wie jetzt bei Thementour, wo wir quasi über ein gewisses Thema uns ein bisschen mehr auseinandersetzen. Aber wenn ihr was habt, Hashtag Thementour oder ja, Thema, alles so zusammen, dass es dann gleich blau irgendwie aufleuchtet, dann kann ich nämlich gleich oder besser rausfiltern, rausgucken, was eventuell kommen könnte, ja, was euch auf dem Herzen liegt. Es gibt auch eine Playlist Thementour, falls die oder das eine Thema schon angesprochen wurde, ne? Wir brauchen ja nicht immer zehnmal über das Gleiche reden. Ich mache aber jetzt einen Fisch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.